Das israelische Militär führt Angriff auf Beirut durch. Mindestens eine Person getötet. Dürre und Wasserknappheit. Sardinien ruft den Notstand aus. Der Hamas-Anführer Ismail Haniyeh wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordet, wie die iranische Revolutionsgarde mitteilt. Niemand bekannte sich sofort zu dem Attentat, aber der Verdacht fiel unmittelbar auf Israel, das gegen die Hamas im Gazastreifen Krieg führt. Analysten im iranischen Staatsfernsehen machten Israel sofort für den Anschlag verantwortlich. Ismail Haniyeh war in Teheran, um an der Vereidigung des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian teilzunehmen. Er sei in der Nacht in einer Wohnung von einem Geschoss aus der Luft getroffen worden. Von wo aus das Geschoss abgefeuert wurde, sei Teil einer Untersuchung. Bei einem israelischen Raketenangriff auf einen Vorort von Beirut ist am Dienstag mindestens eine Person getötet und mehrere verletzt worden, berichtet die staatliche libanesische Nachrichtenagentur. Es ist bisher unklar, ob Hisbollah-Funktionäre getroffen wurden. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in Beirut auf den Hisbollah-Kommandeur abgezielt, der für den Tod von 12 Minderjährigen verantwortlich sein soll, die bei dem Raketenangriff auf den Golanhöhen getötet wurden. Zahlreiche Fluggesellschaften haben Flüge in den Libanon gestrichen. Der Grund dafür? Wachsende Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah. Am Samstag war eine Rakete auf einem Fußballplatz auf den von Israel annektierten Golanhöhen eingeschlagen. 12 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Hisbollah hat erklärt, dass sie nichts mit dem Angriff zu tun habe. Israel macht sie aber dennoch dafür verantwortlich. Nun bereitet sich die Schiitenmiliz auf einen Vergeltungsschlag Israels vor. Deshalb haben die Lufthansa-Gruppe und einige andere Fluggesellschaften ihre Flüge nach Beirut vorübergehend ausgesetzt. Unter anderem sind die Gesellschaften Swiss und Eurowings betroffen. Einige Reisende lassen sich jedoch nicht abschrecken. Die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines hat am Montag ebenfalls mehrere Flüge nach Beirut gestrichen. Als Grund gab sie Versicherungsrisiken an. Der Flughafen Beirut Rafik Hariri sei jedoch kein Ziel von Anschlägen, teilte die Fluggesellschaft mit. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat ein Militärkrankenhaus in der Region Rivne im Nordwesten der Ukraine besucht, in dem Kriegsveteranen behandelt und rehabilitiert werden. Dort erhielt er eine Führung durch das Krankenhaus. Dazu gehörten ein Physiotherapieraum, ein Schwimmbad und ein Roboter-Rehabilitationsraum, in dem Therapeuten mit Patienten arbeiten. Zelensky begrüßte die Patienten und überreichte den verwundeten Soldaten Medaillen. In der Nacht auf Mittwoch hatte Russland einen der massivsten Drohnenangriffe seit Beginn des Krieges auf die Ukraine gestartet. Im Zentrum des Angriffs stand die Region Kiew. Dort wurden mehr als 40 russische Drohnen abgefangen. Russische Truppen haben sich in diesem Sommer durch die unterbesetzten Verteidigungsanlagen der Ukraine vorgekämpft und 2 Dörfer an der ukrainischen Frontlinie im Osten der Region Donetsk eingenommen. Die ersten F-16-Piloten, die seit November im European Fighter Training Center in Rumänien ausgebildet wurden, sind einsatzbereit. Hollywood ist einer der ersten 7 Piloten, die dort ihren Abschluss machten. 7 Jahre lang hat er bereits MiG-21 Flugzeuge geflogen und fast 500 Flugstunden gesammelt. Nun wechselt er auf F-16-Kampfjets. Cu toate acestea, noi pe MiG-ul 21 am zburat mereu la standarde NATO. Așa că pentru noi, probabil trecerea a fost mult mai ușoară decât va fi pentru alte
Nazi. Die Auszubildenden beginnen nun mit der Bedienung des Flugzeugs in den ihnen zugewiesenen Staffeln. They've all fought in this class, both the Hornet and the Typhoon. So standing before you is a group of warriors that's going to enter the system, protect Romanian air sovereignty and be great NATO partners. Nun verfügt Rumänien über ein Geschwader von F-6 und Kampfjets, mit denen das Militär Luftpolizeieinsätze durchführt. Auch bei den jüngsten russischen Angriffen auf ukrainische Häfen an der Donau wurden sie zur Überwachung des rumänischen Luftraumes eingesetzt. Unterdessen hat Rumänien 32 gebrauchte F-6-Kampfflugzeuge aus Norwegen gekauft. 9 davon sind bereits geliefert worden, die restlichen Flugzeuge werden demnächst folgen. 2006 hatte Rumänien bereits 17 Kampfjets in Portugal erworben. Forțele aeriene din țările de jos au pus la dispoziția centrului de pregătire pentru piloții de F-16 14 astfel de aeronave, 7 cu simplă comandă și 7 cu dublă comandă pentru antrenamentul cursanților. Casement Park, Belfast, Nordirland. Hier sollen 2028 5 Spiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden. 34.000 Zuschauer sollen hier ihren Teams zujubeln. Eigentlich wollen alle dieses Stadion haben. Geld wäre auch da, wenn da nicht die britische Regierung bislang im Abseits stünde, was die Bereitstellung ausstehender Mittel für die Entwicklung des Geländes angeht. Es könnte also sein, dass Belfast von der Liste der Austragungsorte in Großbritannien und Irland gestrichen wird. Rote Karte, noch vor dem Anpfiff. I think they are very aware of the urgency. We've had conversations with the British government, with the Irish government and everyone involved, and they're aware that this is a missed opportunity that we can't simply let pass us by. Die Kosten für die Erschließung des Geländes beliefen sich ursprünglich auf 76 Millionen Pfund. Diese Zahl ist inzwischen auf 300 Millionen Pfund gestiegen. Die nordirische Regierung, die irische Regierung und die Gaelic Athletic Association GAA, die Eigentümerin des Geländes, haben bislang insgesamt 120 Millionen Pfund bereitgestellt. Es bleibt aber offenbar ein Restbetrag von 180 Millionen Pfund, den die britische Regierung als Beitrag zu den Kosten zugesagt, aber bisher noch nicht genehmigt hat. Kein Geld fürs Stadion, kein Push für die nordirische Wirtschaft. Wie es auch gehen kann, haben lokale Geschäftsleute in Deutschland gesehen. I was out in Frankfurt for the England versus Denmark game. I got a chance to talk to many of the traders in Frankfurt and it was huge for them. And I think it would be an amazing thing to get for Belfast, for this island. Gegenüber Euronews erklärte das nordirische Büro, dass das Stadion gebaut werden wird. Es wird jedoch nicht gesagt, wann. Niemand weiß also genau, wann die Bagger anrollen und das Stadionschmuckkästchen fertig wird. In the meantime, everybody is waiting on the British government to commit £180 million or so to kickstart this project. If the British government failed to come up with the money in the coming months, Belfast will be removed from the list of cities earmarked to host the European Soccer Championships in 2028. If that should happen, it will be a lost opportunity to showcase what Belfast has on offer. It will also be a major embarrassment for all involved. In the meantime, the clock is ticking. This is Ken Murray for Euronews in Belfast, Northern Ireland. Temperaturen von über 40 Grad Celsius und anhaltende Waldbrände haben in Nordmazedonien verheerende Schäden angerichtet. Die Hitzewelle, die aus Afrika kam, verwüstet das Land auf dem Balkan. Die Brände lodern in Nationalparks. Häuser brennen nieder. Feuerwehrleute, Einheimische, Polizei und Militär kämpfen seit Wochen gegen die Waldbrände. Es wird dennoch erwartet, dass die Hitzewelle anhält. Die italienische Insel Sardinien hat aufgrund der anhaltenden Dürre den Notstand ausgerufen. In der Tourismusmetropole hat es seit Wochen nicht mehr geregnet und die Temperaturen in der Region steigen weiter an. In den kommenden Tagen wird auf der Insel eine Hitze von 40 Grad erwartet. Die Ankündigung wurde vom Regionalrat Sardiniens gemacht. Die Bestimmung wird bis zum 31. Dezember in Kraft bleiben. Die Wasserknappheit hat die landwirtschaftlichen und industriellen Aktivitäten, den Tourismussektor und das tägliche Leben der sardinischen Bürger drastisch beeinträchtigt.
Der italienische Senator Marco Meloni hat langfristige Strategien zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels und der Dürre auf den italienischen Inseln gefordert. Die extreme Hitze setzt Europa weiter zu. Für 9 Gemeinden in Spanien gilt die zweithöchste Hitzewarnstufe. Am heißesten wird es voraussichtlich in Andalusien, wo Temperaturen von bis zu 42 Grad Celsius erwartet werden. Auch Rumänien leidet unter einer anhaltenden Hitzewelle, wobei in der zweiten Wochenhälfte Temperaturen von über 40 Grad erwartet werden. In Griechenland, Albanien, Nordmazedonien und Kroatien greifen weiter Waldbrände um sich. In mehreren griechischen Regionen wurden Evakuierungen angeordnet. Auf der Insel Evia war die Feuerwehr die ganze Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. Brände in Albanien und Nordmazedonien bedrohen zahlreiche Wohngebiete. In Kroatien versuchen Feuerwehrleute, einen Großbrand in der Nähe der Stadt Skradin unter Kontrolle zu bringen. Große Massen heißer Luft zogen von Nordafrika über das Mittelmeer nach Europa. Und mit der heißen Luft kam auch Wüstenstaub. In Portugal sind die Menschen wegen der schlechten Luftqualität dazu aufgefordert, ihre Aktivitäten im Freien einzuschränken und die Fenster nach Möglichkeit geschlossen zu halten.